rein aktiven Schule, demokratischen Schule. Das heißt eine Schule, wo wir davon ausgehen, dass jedes Wesen für sich als solches erstmal autonom bestehen darf, unverletzt. Immer wenn ich mit unseren Kindern irgendwo rausgehe, einen Ausflug mache oder egal wohin, die stellen geile Fragen. Das Schöne an unserer Schule ist, dass wir so eine kleine Schule sind und wir deshalb in Beziehung zueinander sind. Also ich möchte so klein bleiben. Also ich möchte, dass die Schule so klein bleibt. Hier sind viele Menschen, die, das ist auch das Schöne, ja, die eigentlich das Gute wollen, also die sich bereit sind anzustrengen, um die Welt von morgen lebenswert und schön zu machen, also das Schöne auf der Welt gestaltet werden zu lassen. Das ist ein gemeinsames Streben hier. Also mir gefällt das Sozialleben hier, weil wir sind, dadurch, dass wir so wenig Schüler sind, sind wir mehr wie so eine große Familie ein bisschen, weil man kennt auch die Eltern, weil hier auch viel die Eltern dabei sind. Und das Miteinander ist vor allem auch zwischen Groß und Klein gut, weil es ja auch keine Klassen gibt. Und ja, also es ist toll so, das Miteinander. Und es ist alles so respektvoll. Also hier an der Schule unterrichte ich außerdem noch den Bereich Deutsch. Allerdings gibt es da noch eine, in Anführungsstrichen, richtige Deutschlehrerin. Ich bin dann auch vom Schulamt geprüft worden, ob ich die Lehrbefähigung habe. Das hat dann auch entsprechend stattgefunden. Da mache ich noch Geschichte. Dann ist auch noch der Bereich Politik, Ethik auch noch so in meinem Feld. Also zum einen gibt es bei uns ja den großen Unterschied. Kommst du in dieses Alter, wo du eine Prüfung machen willst, dann sieht es tatsächlich so aus, dass wir ganz klar am Lehrplan strukturiert die Bereiche vorbereiten, zu denen du nachher auch geprüft wirst. Mache ich mittwochs immer Musik. Und da wird alles Mögliche gemacht. Da kann man hüpfen, tanzen, Hörspiel machen, man kann Lieder komponieren und die aufnehmen, man kann bekannte Songs aufnehmen, man kann gemeinsam singen, Gitarre spielen, Blockflöte, Rasselinstrumente, die ganze Welt. Die Kinder kommen mit Vorstellungen, was sie Lust haben. Und wenn sie ohne Vorstellungen kommen, mache ich Vorschläge. Hier so das Kreativangebot einfach total viel genutzt habe und es war echt toll für mich und ich habe auch echt viel Scheiße gebaut, aber es war halt einfach, man konnte es ausleben und das war cool.